Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns jetzt hier wieder vor dem Globe in Schwarzenbach. Es ist 9 Uhr morgens. Ingo hatte da eine ziemlich coole Idee, was wir heute machen könnten. Aber was das genau ist, wird er euch sicherlich direkt am liebsten selber erzählen. Lasst uns mal reingehen. Polo GT ist natürlich wieder am Start. Wie man gut hören kann, ist ja echt ziemlich früh und so langsam erwacht der Club zum Leben. Lasst uns mal reingehen und schauen, was uns erwartet. Und ich glaube, liebe Zuschauer, es wäre auch echt interessant, mal das Globe ein bisschen heller zu sehen als sonst in unseren Clips. Also würde ich sagen, lasst uns mal ganz kurz einen Rundgang machen. Aktuell wird der Club gerade gereinigt, wie jeden Tag, und entsprechend müssen wir schauen, wer da ist. Bei hellem Licht sieht man mal die ganze Pracht des Clubs, definitiv eindrücklich. Hier kommen wir in den Hauptbereich des Clubs, die Pole-Dance-Stange, die man auch schon in verschiedenen Clips von uns gesehen hat. Dort hinten ist die Bar, wo man sich hervorragend mit guten Drinks verpflegen kann. Die Hauptbühne, auf der immer wieder interessante Sachen zu sehen sind. Und dort hinten haben wir noch ein bisschen eine tropische Chill-Area, was auch ziemlich interessant ist. Und wie man sieht, definitiv zu Recht der größte Club, und es gäbe noch viele weitere Nischen und Verstecke und allgemein interessante Orte, welche man hier zeigen könnte. Aber ich denke, wir gehen jetzt langsam mal zu Ingo und fragen ihn, was er eigentlich heute so vorhat mit uns. Liebe Zuschauer, falls ihr mal eine detaillierte Führung durch den Club haben möchtet, so im hellen Zustand, schreibt das in die Kommentare und wir können Ingo sicherlich überzeugen, dass wir noch ein zweites Mal hierher kommen dürfen. Schauen wir mal, ob Ingo im Office ist, damit er uns erzählen kann, was wir heute machen werden. Guten Morgen. Guten Morgen. Ingo, was haben wir heute vor? Gute Frage. Was haben Sie auf dem Programm? Also wir haben ein paar tolle Aufnahmen vom Globe gemacht. Ja. Eindrücklich mal das Globe hell erleuchtet zu sehen. Gut. Das war sicherlich interessant für die Zuschauer. Und ich habe gehört, wir gehen jetzt eine Dame mal ein bisschen privater besuchen und zeigen den Tagesablauf. Genau, die Ariana vom letzten Video hat sich bereit erklärt, dass wir mal ein bisschen zuschauen dürfen, wie so ein Arbeitstag insgesamt aussieht. Wir haben echt tolle Kommentare bekommen zum letzten Video. Ja. Also Ariana hat da wirklich einen super Job gemacht, sehr offen, sehr ehrlich. Genau. Über die Nachteile des Jobs im Rotlicht gesprochen. Mal schauen, was wir heute für Eindrücke bekommen. Ja, schauen wir. Gehen wir mal schauen. Nehmen wir den Polo? Ja, wir nehmen den Polo und dann geht es dann mal zu den Apartments von den Girls. Super, dann würde ich sagen, lasst uns gehen. Gut, super. Leute mal dort. Guten Morgen. Ja, hoi. Herr Kameramann, kommen Sie da noch aufs Sofa, Sie kommen Espresso über. Herr Heilbrink, Sie kennen die Regeln. Kommen Sie jetzt. Wir haben noch nicht 300 Likes, tut mir leid. Haben Sie Ihre Maske? Leider nicht, die habe ich leider im Globe vergessen. Gut, also. Nein, aber das kommt schon, wenn jetzt schon Dings, wenn jetzt anderthalb schon weniger bist, das kommt gut. Du musst ja nur noch Dings glauben. 13,5. Ja, die Wette ist 80, ja, 80 drunter und dann wird es ein teures Mittagessen für dich. Genau. Nein, das schaffen Sie schon. Du, danke. Heute zusammen. Guten Morgen. Ja gut, also Ariana, vielen Dank, dass du uns erlaubst, dich am Morgen schon zu besuchen. Es ist jetzt 20 vor 10. Wir skizzieren jetzt ein bisschen deinen Arbeitstag. Jetzt bist du gerade aufgestanden. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt ich trinke meinen Kaffee. Ja. Nachher ich mache meine Hygiene, dann die Haare, Zähne, Depilation, Schminken. Ja. Dann ich gehe in den Globe und starten eine neue Tagesarbeit. Gut, hier ist ungefähr mit dem Auto 2 Minuten zum Globe. Wie gehst du zum Globe? Zu Fuß oder? Mit Taxi. Mit Taxi? Mit Taxi Globe. Okay, mit Taxi Globe, ja, das ist auch nicht schlecht. Aber das gehört nicht am Globe. Nur, dass das gerade alle wissen. ja, wir sind hier, es ist so eigentlich eine Attika-Wohnung, ist noch schön mit der Aussicht und so. Und wie viele Zimmer gibt es hier? Schlafzimmer? 3 Schlafzimmer, 2 Baden und der Living und eine Küche. Also 3 Schlafzimmer, ja? Ja. Okay. Und jetzt sind gerade wie viele Girls hier? 2 Frauen. Zwei Frauen? Ja, mir okay. Und meine Kollegin. Ja, das wär's mal von meiner Seite, der Kameramann vielleicht. Ja, also ich darf ja heute Ariana begleiten, den ganzen Tag. Bin gespannt, ein bisschen hinter die Kulissen zu sehen. Danke. Immer ohne Skript, ohne Absprache. Wir schauen einfach mal, was heute passiert. Und ich bin sehr gespannt. Ich lasse jetzt die Kamera das erste Mal allein. Ich hoffe, er stellt da nichts Blödes an, oder? Wenn er da mit einer Dame allein ist. Und dann sehen wir uns zum Abendessen wieder.
So, Ariana, heute darf ich den Tag mit dir verbringen. Ingo hat mich ermahnt, ich muss anständig sein. Bin ich natürlich immer als Kameramann. Ich habe vorhin gerade gesehen, du hast mit der Familie telefoniert. Ja. Machst du das jeden Tag? Ja, jeden Tag. Okay, also die Distanz ist sicherlich nicht einfach. Ja. Wie oft gehst du sie besuchen? Es kommt darauf an, wie lange ich arbeite. Aber mindestens einmal pro Monat oder einmal in eineinhalb Monat. Okay, also doch noch regelmäßig. Das ja, schau, meine Mama ruft mich. Gut, also bis jetzt haben wir ja ziemlich viel auch gesehen von Damen in den Clubs, was so das Arbeiten angeht. Heute möchte ich mir ein bisschen den Zuschauer zeigen, was so die Vorbereitung ist, wie so ein ganzer Tag abläuft, weil im letzten Film wurde ich ja ermahnt, dass ich zu viel Urlaub mache. Und du hast ja auch gesagt, dass du wesentlich mehr Stunden arbeitest als ich. Und jetzt habe ich gesagt, doch, ich möchte mal einen Tag dabei sein. Kannst du uns ganz kurz erklären, was ist so der Ablauf? Du stehst auf, Kaffee, Zigarette. Ich stehe auf. Kaffee, Zigarette, Familie, quatschen. Siehst du, wenn alles ist gut nach Hause, dann startet zum Bereitmachen für Arbeiten. Das ist, wir starten zum Haare, Schminken, normale Kleidung, wann brauchst du was kaufen. Normal ist schon gesagt, ich gehe immer mit Taxi, wir haben eine Taxi für Club-Taxi. Wir gehen immer mit, ist schon bereit und dann starten wir einen Tag zum Arbeiten. Und wie gesagt, du telefonierst ja jeden Tag mit deiner Familie? Ja, Minimum zweimal pro Tag. Es kommt ja ab und zu vor, dass vielleicht irgendetwas nicht gut ist mit der Familie oder schon so. Schon gesagt, auch in der letzten Interview meine Mutter schon gehabt. Ja. Kranke Probleme, seriös. Und dann, ich aufpasse immer auf meine Familie. Ja. Ist sicherlich auch nicht einfach umzuswitchen. Dann, also privat, etwas läuft nicht gut, ja, dann umswitchen, weil du musst ja trotzdem im Club. Schon gesagt, auch letztes Mal. Ja, gut. Dann, was mich noch interessieren würde, du machst dich jeden Tag bereit, Haare, Make-up. Hast du noch Freude daran, dich privat hübsch zu machen oder ist das für dich so, auch bist du privat natürlicher unterwegs? Natürlich privat. Okay, wann gibt es, ich gehe in der Stadt oder draußen, das gibt es auch, aber auch natürlich, nicht das gleiche mit Arbeiten. Okay, schön. Dann würde ich sagen, begleiten wir dich mal einen Tag und schauen, was passiert. Und jetzt ruft direkt Ingo an. Der Kameramann hat jetzt fertig telefoniert mit Ingo. Natürlich, wie Thorsten immer sagt, in dieser Position schalten wir das Handy nicht aus, auch nicht als Kameramann. Wir hatten vorhin ganz kurz über etwas gesprochen, dass du uns gesagt hast, sehr positives Feedback bekommen. Ja, ich schon nichts gewusst, das ist richtig. Das freut uns natürlich, war wirklich, wirklich ein gutes Interview. Was mich persönlich noch interessieren würde, du hast ja erwähnt, du hast Stammkunden und Stammkunden, in der Logik liegt ja auch, dass man die ein bisschen besser kennt. Mich würde mal interessieren, was die so für ein Feedback gegeben haben. Oh, viele Kunden, auch nichts, nur meine Stammkunden. Aber ist schon nichts geklappt, gibt es so gute Rezensionen über nach Podcast, ist schon geklappt, kommt ein richtiger Boomerang. Und denkst du, ist jetzt eine freche Frage, aber denkst du jetzt durch das Interview, wo du ja wirklich sehr sympathisch und natürlich rübergekommen bist, denkst du, dass auch mehr Besucher Interesse haben, dich kennenzulernen im Club? Oder hast du da was gemerkt oder sagst du, nein, es sind einfach viele, die dich sowieso schon kennen? Richtig, ich habe schon gemerkt, vor dem ersten Tag, da geht es schon zum alle Frauen nicht. Schon gesagt, ja, die Frauen brauchen viel Respekt und ich habe gesehen, dieses Interview, das war sehr gut. Aber noch einmal, ich sage es nur eine Teile. Gestern nichts alles, aber das schon gemerkt, schon gebringt, sehr Gutes. Das freut uns. Ja. Dann würde ich sagen, stellen wir Ariana noch ein bisschen besser vor und begleiten dich jetzt mal beim Vorbereiten. Ja. Vor allem jetzt als Mann bin ich gespannt, was hier alles dazugehört. Ja. Ariana, Dusche ist durch. Mhm. Nächster Schritt, Make-up. Ja. Du schminkst dich immer hier zu Hause, nicht im Globe Center. Ja, immer hier zu Hause. Und das jeden Tag ist sicherlich auch nicht gerade wenig Aufwand. Ja. Aber ich glaube, das gehört ja auch zum Job dazu. Das wäre sonst ein bisschen komisch. Du hast vorher noch erzählt, High Heels zu Hause gibt es nicht viele. Nein. Aber im Globe hat es eine größere Auswahl. Oh ja. Das heißt, wir werden nachher vielleicht versuchen, wenn das für Ingo okay ist, dass wir mal kurz zeigen. Das ist, wir haben da auch ein paar Kommentare bekommen, dass das ziemlich anstrengend ist, den ganzen Tag in diesen Heels rumzulaufen. Das heißt, dich trifft man privat. Dann wir machen eine Probe. Was ist deine Schuhe-Size? Ich glaube, wenn ich die anziehe, dann fällt der Kameramann. Aber ich frage ja nur, was ist deine Schuhe-Size? Meine Schuh-Size ist 44. Okay, dann wir finden ungefähr 40, probierst du. 41 Maximum. Gibt's auch da. Was macht? Wenn sich der Kameramann aber etwas bricht, dann musst du das Ingo beichten. Weil dann heißt es wieder, der Kameramann hat Urlaub gemacht. Aber das wäre sicherlich noch witzig. Ich glaube, kaum ein Mann kann sich vorstellen, wie mühsam das ist. Es sieht zwar immer bei euch so locker aus, aber benötigt sicherlich ein bisschen Übung.
Ja, schon gesagt, wir können schon auch einmal probieren. Dann kannst du sehen, was ist. Nach 10 Minuten, nichts länger. Heute ist im Globe FKK. Ja. Vielleicht für die Zuschauer, das heißt, vom Namen her logisch abgeleitet, alle Damen sind nackt, also gar nichts an, nur Heels. Das ist jeden Donnerstag und? Wir haben am Montag, Dienstag, Donnerstag ist FKK-Tag. Mittwoch wir haben wir Corsage-Tag und Sonntag wir haben wir schöne Swim-Kostüme. Ist die Stimmung lockerer an den FKK-Tagen? Ja. Ein bisschen ungehemmt, also ungehemmter im Sinne von, man ist schon nackt und die Stimmung. Kommen denn unterschiedliche Gäste an FKK-Tagen oder an anderen Tagen? Oder ist das für den Gast genauso spannend, so die verschiedenen? Weißt du, gibt's diese Differenzen zum FKK bis der Tag mit dazu? Das ist so. Gibt es Gäste, wann gefällt eine Frau nackt sein? Und viele Frauen, wenn dort ein 50 Frauen nackt sind, dann finden das mehr geil. Aber gibt es Gäste, wann liebende Frauen mit dazu? Finden das noch geiler, haben eine Fantasie. Für das wir haben wir verschiedene Tage mit Thema. Für das wir haben auch Dienstag Public Sex, Sonntag gibt's. Und jeden Freitag wir haben wir Table Dance. Dann alle Frauen wissen in weiß mit schönen Straps. Public Sex, vielleicht für die Zuschauer, ich musste auch nachfragen als Kameramann. Das heißt, die Zimmer sind zu, ja. Korrekt? Ja. Das heißt, das Vergnügen findet irgendwo, wo man will, im Club statt. Wie wir ja vorher schon gesehen haben, gibt es verschiedene Nischen, verschiedene Orte, an denen man sich vergnügen kann. Ist auch ein ziemlich spezielles Konzept. Würdest du sagen, dass an den FKK-Tagen die Gäste mehr einfach in den Club kommen, um zu schauen, weniger, um auch einen Service in Anspruch zu nehmen? Oder ist das absolut egal? Ist absolut egal. Ich sage nur für den Public Sex, wir haben normal einen speziellen Teil auf der Gäste, wenn keine Stopp, weißt du? Ja. Liebe das zu machen und habe viele Fantasie, dann. Wie ist denn das bei den Damen? Sind das, also ich nehme mal an, es gibt wahrscheinlich auch Damen, welche sagen, Dienstag, also Public Sex ist nichts für mich, oder? Ja, sicher, normal. Der gleiche mit den Gästen. Gibt es auch viele Gäste, die sagen, Dienstag ist nichts für mich. Verstehst du? Mhm. Ich kann auch dir fragen. Glaubst du, Dienstag ist für dich? Das weiß ich nicht. Willst du schon probieren, einmal kommen? Und dann kannst du entscheiden, wann es für dich oder nicht. Siehst du? Für die Zuschauer. Der Kameramann lachen, schaust du, dann erkennt dich besser, dann weiß es nichts für dich, Dienstag. Okay, kannst du probieren. Wie letztes Mal hat Ingo schon gesagt, musst du den Bauch weg. Dann nach deinem Bauch ist es schon unten. Dann kannst du kommen zu machen eine, weißt du, bitte Public Sex. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass es nicht der Bauch des Kameramanns war, sondern Thorsten. Aber ja, wie Ingo so schön sagt, der Kameramann dürfte auch noch ein paar Kilos abnehmen. Aber das ist Hast du mir nichts gesagt? Ich habe gefragt, ja, was glaubst du über Konzept zum Public Sex? Hast du zum anderen Subject? Also ich finde es ein spannendes Konzept. Für mich persönlich wäre es nichts. Siehst du, das ist auch für die Frau, für das ich schon gefragt habe. Gibt es auch das für Frauen? Für das, wir haben eine Frau, wann? Wir sind dort Dienstag oder entscheiden wir sind nicht dort Dienstag. Und wie sieht es bei dir aus? Wie stehst du zum ich Thema? Ich bin dort Dienstag. Du bist dort? Spannend, vielleicht. Ja, locker, ganz locker. Bei mir das Schminken geht schneller, weil ich bin immer nicht so viel, weißt du? Weniger ist mehr. Ich schwöre es. Du hast noch gesagt, am Dienstag Public Sex, aber es gibt noch einen Contest. Ja. Kannst du uns dazu was erzählen? Es gibt zwei Contests, Bühne-Contest. Das ist einmal um 3, einmal um 21. Dann sind vier Frauen mit 4 Gästen. Und das ganze Publikum entscheidet, welche ist der geilste. Dann gewinnen zweimal Eintritt frei. Ist auch ein ziemlich spezielles Format, muss man sagen. Aber schlussendlich jedem, wie es passt. Und sicherlich eine interessante Geschichte. Ariana, wir durften jetzt zuschauen, wie du dich bereit machst für die Arbeit. Das ging eigentlich erstaunlich schnell. Ich würde sagen, wir sind jetzt langsam bereit, wir können zum Globe rübergehen. Was mich persönlich noch interessieren würde, ist, gibt es einen Unterschied, also mental bereitest du dich anders vor? Also fühlst du dich jetzt anders oder sagst du, nein, das ist für mich genau das Gleiche? Bei uns jeden neuen Tag ist eine Provozierung, weißt du? Wir wissen nichts, was wartet auf uns dort. Mental, wir sind immer bereit, aber wir wissen nichts. Jeden Tag ist ein neuer Tag mit neuen Provozierungen. Und ist das etwas, was auch spannend ist an diesem Job? Also es ist ja eigentlich jeden Tag, du hast andere Gäste, du hast neue Charaktere. Das ist sagen, jeden Tag vor uns ist eine neue Provozierung.
Also Ariana, wir sehen uns später. Wir wünschen dir viel Spaß auf der Arbeit und wir werden dann später zusammen noch sprechen. Tschüss, ciao. Ciao. Ariana. Hallo. Hier ist der Kameramann. Schon wieder. Wir haben jetzt 2 Uhr. Du bist jetzt schon ein paar Stunden hier. Wie läuft es? Gut. Draußen ist ja nicht gerade schönes Wetter. Das heißt wahrscheinlich mehr Gäste hier im wohlig warmen Ambiente. Oder ja, wie sieht es heute aus? Langsam kommt Ende der Woche. Jetzt ist es zu früh. Die Leute warten bis ungefähr 4-5 Uhr. Am Arbeitstag ist schon fertig. Am Donnerstag ist ein Arbeitstag. Aber die Arbeit läuft nicht so schlecht. Okay, das heißt, gegen Abend gibt es natürlich immer mehr Gäste, ja. So nach der Arbeit. Und wir hatten vorher noch kurz darüber gesprochen, du arbeitest bis wann heute? Plus, minus? Plus, minus, kann schon bis 3, 11 bis 3 oder kann schon bis 1, 2. Also wir hatten ja gesagt, wir kommen dich nochmals besuchen heute. Ja. Das heißt, ich als Kameramann muss mir natürlich einen Wecker stellen, weil ich schlafe um 12. Das heißt, ich hoffe, ich verschlafe nicht. Aber wir wollen dich noch am Ende besuchen kommen, nochmals darüber sprechen, wie der Tag gelaufen ist. Wie hast du denn den Videodreh heute Morgen empfunden? Super. Wir durften dich ja. Aber was so spontan ist, war so, weißt du, wann bist du aufstehen? Ich bin vor ungefähr einem Monat hier zum Arbeiten, meinen Plan, weißt du, dann kann das sehen von dem Video auch. Nach einem Monat auch, wann hast du frei oder kannst du so ein bisschen müde schauen, auch in der Früh. Mhm. Ja, natürlich, aber... Aber das ist natürlich und bei mir, das ist das Beste. Wenn ich spüre natürlich und locker, weißt du? Ich glaube, das ist auch das, was die Zuschauer extrem schätzen an dir. Dass du halt einfach wirklich locker, ehrlich, authentisch bist. Also von dem her, was mich noch interessieren würde, wann stehst du auf, wenn nicht der Kameramann kommt? In der gleichen Zeit. Dann brauchst du nicht so viel Schlaf. Also um 3 Uhr, wann bist du etwa zu Hause? 3:30 wahrscheinlich? Ja, und dann brauche ich duschen, schminken weg. Dann ungefähr um 5 Uhr, ich bin im Bett. 4:30 so. Ich bin im Bett. Dann um 9 Uhr, ich bin aufstehen. Wow, das ist erstaunlich, weil das ist wirklich sehr wenig Schlaf. Vor das ich sage, ab und zu nach einem Monat, auch in diesem Video, jetzt ich bin hier schon vor einem Monat und 10 Tage, dann kann schon was so spontan das Video und Ingo war auch spontan schon gekommen zum Tour. Und ich kann schon müde sehen nach einem Monat zum Arbeiten, eineinhalb Monate ungefähr. Also brauchst du auch sicherlich Urlaub wegen dem Schlaf? Jetzt ein paar Tage, ich gehe nach Hause. Ich vermisse viel jetzt meine Familie. Und wie lange gehst du weg? Ungefähr 2,5 Wochen. Schön. Und dann Sommerferien? Schon irgendwas geplant? Wieder nach Hause? Oder? Ja, das schon. Aber schon geplant, was sagen schon geplant? Meine Arbeitenplan. Aber schon geplante Ferien, jetzt ich weiß nichts. Wann immer ist spontan. Vielleicht für die Zuschauer müsst ihr mir noch erwähnen, wer noch nie im Globe war, hier drin ist es wohlig warm. Also das ist natürlich klar, weil die Damen nicht viel anhaben. Ja, wir haben viele Mal schon geredet, auch mit Gästen, wenn ich sage, es ist zu warm. Das muss verstanden, die Frau macht ein paar Duschen pro Tag, nach Zimmer, dann die Temperatur auf den Körper geht sowieso auch. Dann die Gäste kann haben Handtuch oder Bademantel, aber die Frau in FKK-Tag. Und wenn wir haben eine Klimaanlage, dann nach Duschen, dann bist du sehr warm. Und dann kommst du vor Duschen, zum warmen Duschen und das Zimmer. Dann die Temperatur auf Körper ist auch sehr hoch. Dann kommst du rein, Temperatur ist unten, dann sofort kannst du krank bekommen. Ja, und für das ist immer entscheidend, zum haben eine Pizza. Auch die Temperatur rein. Das ist witzig, weil wenn Ingo im YouTube-Studio ist, sagt er immer, es ist viel zu kalt bei uns. Und wenn man jetzt hier mal im Globe gewesen ist, dann weiß man, was Ingo als warm empfindet. Und das ist wirklich, wirklich extrem warm hier drin. Das muss man sagen. Vor allem, insbesondere, wenn man natürlich Kleider anhat. Dann ich erkläre noch einmal, es ist sehr warm, auch für uns. Wir sind speziell in den FKK-Tagen. Wenn der Klimaanlage war hier und eine normale Temperatur von 22 Grad oder 25 Grad. Bei uns kann es kalt. Nach 3-4 Mal duschen und kommen direkt in das Klima, dann wir bekommen krank, ist schwierig. Ja, das ist natürlich sehr suboptimal. Was mich noch interessieren würde, ich habe noch über heute Morgen ein bisschen nachgedacht, über die Stammgäste. Weißt du, wann, also wie soll ich sagen,
Kommen die Stammgäste immer am selben Tag oder ist das sehr unterschiedlich? Nein, unterschiedlich. Die Gäste arbeiten schon, haben auch private Leben, Familien und viel was anderes, Ferien und das. Aber wir haben schon Kontakt. In general würden ist nicht so schön zu sagen, Stammgäste. Wann ist nicht meine Stammgäste? Mit vielen vor dem Gäste, wann ich kenne vor langer Zeit, wir haben mal eine Relation für Freunde, das erste Mal. Weißt du, was sagen nur Stammgäste, das ist nur Interesse über Geld. Mhm. Ich mag nicht. General, wann ist ungefähr vor 3-4 Jahren, ich kenne ein paar Kunden, 5 Jahre. Dann ich sage, wir respektieren es für beide Seiten, auch die Gäste und auch ich habe Respekt vor meinen Gästen. Und du wirst wahrscheinlich auch mehr erfahren über die Gäste. Also wenn Gäste öfters zu dir kommen, dann weißt du auch mehr über ihr Leben, nehme ich mal an. Ja, sicher, dann wir reden. Auch die Gäste, wann kommen oft dann, kenne auch mein Leben. Part of my life. Weil eben, die haben ja im letzten Video hast du das ja gesagt, ab und zu musst du auch Psychologin sein oder Psychotherapeutin. Ja. Weil das gehört, glaube ich, auch dazu. Es ist schon gesagt, it's kontrafan. Wie nichts ist, it's kontrafan für die Stimmung. Aber das ist normal. Auch viele Gäste ist für uns eine gute Psychotherapeutin. Speziell die Gäste, wie kann hast du eine lange Kontakt, ja. Beziehung ist vielleicht sagen. Ja, das ist, ich schon probiere das ja, sagen, ja. Aber ist vielleicht zu viel zum sagen, Beziehung. Ja. Aber für wie lange hast du so Kontakt, dann ab und zu weiß, wann du bist zufrieden, wann du bist müde, dann auch reden mit dir und die Gäste, die kennt ja vor langer Zeit, immer probieren zu hilft dir viel, weißt du. Mhm. Dann deine Stimmung, dann wann, ist das gleiche, wann du und ich jetzt, wir kennen vor jetzt, wie schon gesehen, 2-3 Mal, aber wenn wir sehen 4-5-6 Mal, dann du weißt. Letzte Mal, wenn ich schon geredet, ich war bitte, weißt du, viele Emotionen, auch traurig. Jetzt findest du mich mehr locker, oder? Mhm. Wenn ich diskutiere über anderes Subjekt, weißt du? Natürlich, natürlich. Ich weiß, meine Deutsch ist auch nicht so gut. Meine Schule für Deutschsprache war Glob. Ich schon okay. Nicht studieren, nichts einen Tag. Kannst du Deutsch, was ich rede jetzt? Nur in Glob. Nur hier gelernt? Ja, ich schon nichts eine Stunde in meinem Leben schon studieren. Wow, das ist aber, Deutsch. Das ist aber ziemlich eindrücklich. Für das, ich sag auch, erste Interview war viel auf Emotionen, ich war ab und zu blockiert. Und jetzt auch, wenn ich mache einen Fehler zum Reden, ist nur, weil meine Schule war Glob. Und die Gäste, wie kann immer probieren mit mir reden Deutsch. Ja. Und dann langsam, in einem Tag, ich schon gespürt, ich kann Deutsch reden. Ich weiß nichts, wie korrekt oder. Aber sehr korrekt. Also überhaupt keine. Was mich noch interessieren würde, ist, vorhin hast du gesagt, Beziehung kann man nichts nennen, logischerweise. Ist das falsche Begriff. Aber ich finde es noch interessant, weil es hat ja einen gewissen sexuellen Aspekt natürlich, aber eben auch das, was wir vorhin besprochen haben, dass man ja mit den Gästen spricht. Also eigentlich gibt es ja seit Jahren, seit irgendwie Tinder groß geworden ist, gibt es ja den Begriff Freundschaft Plus. Yeah. Und eigentlich trifft es das ja eigentlich ziemlich gut, muss man sagen, weil es ist ja auch irgendwo durch eine Freundschaft, würde ich jetzt sagen, mit den Gästen, die du immer wieder... Ja, das ich will sagen. Nach dem Sexualpaar, wir sind auch Freunde. Und ich kann sagen, ich habe auch Teil auf meine Gäste, wann immer sagen, Mariana, wann brauchst du Hilfe oder das? Wir sind da und auch der Staff hier, unsere Manager, Ingo, alles. Hier sowieso im Imperium, wir sind der gleiche mit deiner Familie. Das ja. Ich will verstehen auch. Ja, das kann ich jetzt als Außenstehender auch bestätigen. Man fühlt sich sehr familiär hier. Es ist sehr locker der Umgang, sehr offen. Natürlich, das ist, ich meine, wir sind in einem Etablissement, das ist klar. Also von dem her wäre komisch, wenn hier nicht offen sind. Ich glaube halt auch einfach, viele Zuschauer zum Beispiel, auch die noch nie in so einem Club waren, haben irgendwo durch ein falsches Bild, wie das hier drin ist. Man hat so, weißt du, so halt vielleicht auch als Schweizer denkt man so, wir gehen hier rein, ein bisschen verdeckt und muss schauen, aber hier drin ist ja... Alle, was sagen, kommt nichts, kommt schon. Ja, aber das ist eben... Aber will nichts weiß draußen. Aber glaubst du mir, alle, was sagen schon, ich gehe nichts in einen Club. Da, diese Person kommt 100%. Es ist wirklich eine andere Welt, sobald man hier reinläuft? Nein, es ist die gleiche Welt. Die gleiche Welt, aber schöner?
Sie kann sagen, wärmen, dann kannst du lassen auf der Tour Probleme im Business und hier kannst du für kleine Zeit alles vergessen. Und ich hatte mal bei einem von meinen ersten Besuchen hier als Kameramann, hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einem Gast an der Bar und er hat mir erzählt, er ist oft hier, geht aber praktisch nie aufs Zimmer, aber, ja, das muss nicht mich, aber seine Begründung war sehr interessant. Er meinte, ich könnte nach Zürich gehen, was trinken in einer Bar, aber dann sehe ich alles so Leute, die mies gelaunt sind, nicht gut drauf sind, oder ich komme hierher, sehe wunderschöne Frauen und habe eine gute, lockere Stimmung. Und ich glaube, das ist schon etwas, was extrem positiv ist hier im Globe, diese offene und halt einfach herzliche Stimmung. Schon gesagt. Wir sind nicht nur eine Sexualbar. Oder hier kannst du kommen auch zum Restaurant probieren. Wir haben auch sehr gutes Essen, à la carte Menü, alles. Das ist sehr gut. Das kannst du auch Wellness machen. Und dann, wann findest du geil? Und wir haben mal Table Dance, dann. Wir müssen nur unbedingt das Kontakt sexuell haben. Das ist schon gesagt. Wir sehen zum in der Rotlicht, aber das ist deine Entscheidung. Erstes Mal für unser System. Welche kommen rein, so ein gutes Gefühl haben und vergessen ein paar Probleme. Ja, das trifft das ziemlich gut auf den Punkt. Weißt du warum? Wenn hier mit uns kannst du nicht reden über welche Probleme auf der Amerika-Börse ist, ja, oder welche Probleme auf deinem Beruf ist. Wenn wir verstehen das, ich sag nichts, wir sind dumm. Aber bei uns, du findest immer eine warme Lachen, weißt du, zum sagen, ja, willst du was trinken zusammen, was? Und wir reden über was anderes nicht. Aber wann gehst du in eine normale Bar, findest du 10 oder 20 Personen, aber jeden hat ein Problem, weißt du? Jeden reden über ihre Probleme. Hier, wir können nichts reden über unsere Probleme, wann kann schon passieren, einmal treffen diese Person oder diese Gast, weißt du, ich kann dir nichts sagen jetzt. Wenn ich habe eine Probleme oder nichts, wenn ich schon gesehen habe, ja, nur zweimal. Ja. Aber ich finde das eigentlich wirklich auch einen wirklich schönen Aspekt an dieser Arbeit. Es hat wirklich das Herzliche, nicht nur das Sexuelle. Ich glaube, das ist halt etwas, was wirklich viele Menschen nicht wissen und nicht kennen und nicht sehen. Alle denken nur, man kommt hier rein, bezahlt Eintritt, sucht sich eine Frau aus, vielleicht für die Zuschauer, ich mache Anführungszeichen, und dann geht man direkt aufs Zimmer, der zieht und geht wieder. Aber du warst hier nichts, du warst hier auch nichts. Der gleiche mit deinem Gast, warst du in der Bar. Die Frau kann schon probieren, unterhalten dich. Aber das ist deine Entscheidung. Die Frau nimmt ja nichts vor Ohr und direkt ins Bett. Schmeißt dich ins Bett, weißt du? Ja. Das ist deine Entscheidung. Auch Frauen, wir sind frei zum Entscheiden, wann wir wollen gehen oder nichts mit einem Gast. Und der Gast ist auch. Vor das sind so viele Frauen, weißt du? Es gibt viele Gäste, wann. Der Typ kann wie dick oder schlank oder blond oder brunett. Das ist Geschmackssache natürlich. Egal, über das ich rede. Aber gibt es keine Gäste hier, waren schon gekommen in der Bar und zwei Frauen schon genommen vor Ohr und dann schmeißen in der Bett und sagen, vor das hast du hier gekommen. Nein, du hast hier gekommen, um eine gute Zeit haben. Interessant, danke für diese Einblicke. Noch eine letzte Frage, bevor wir dich wieder gehen lassen. Wer spricht wen an? Dame spricht Gast an oder Gast spricht Dame an? Es kommt darauf an, wir sind, das ist auch Kontrafan über, was kann ich sagen, im General für beide Seiten kommen, aber alles startet mit einem Lachen, weißt, das kannst du spüren, jetzt über unsere Sexualität Chemie, weißt du, das kannst du spüren, dann, und das, ich kann fragen dich auch, wenn du bist ein normaler Mensch, du hast, probably, ich kann sagen, du, ich weiß nicht, du hast eine Beziehung, wie mit deiner Freundin auch. Du hast das gespürt vor dem ersten Moment, in den Augen, weißt du, dann ist es auch so. Aber wann spürst du den Gast, die Schuppen, dann gehst du zu ihm reden. Interessant. Und auch, wann spürst du auch die Frau, wann kannst du sehen, ich bin nicht eine schuchte Person, bei mir gibt es beides. Ich gehe auch, der Gast kann schon auch kommen. Aber, aber das kannst du merken, in general, die Frau kann das merken sofort. Danke für diese ehrlichen Antworten, einmal mehr. Und ich würde sagen, wir lassen dich jetzt gehen und wir sehen uns heute Abend Abendessen gemeinsam. Ja, Ingo super. Wird auch dazu stoßen. Super. Und dann werden wir sicherlich nochmals gemeinsam sprechen. Super. Danke dir. Ich danke auch. Ariana. Hallo. 6 Stunden später. Ja. Wie läuft der Tag? Es ist ja noch nicht Feierabend für dich. Nein.
Wir haben ja noch ein paar Stunden vor uns. Wie läuft es bis jetzt? Gut. Ich habe gesehen, mehr Gäste als um 2 schon Uhr. Schon gesagt, ja, auch um 2 Uhr. Warte kurz, wann der Arbeitstag ist schon fertig und dann kannst du sehen, Ende Woche läuft es gut. Also bist du zufrieden, wie der Tag heute verläuft? Sicher. Wir haben jetzt wieder Ingo zu Besuch, wieder zurück. Ja. Wie ist dein Tag verlaufen? Also ich bin nach dem Globe bin ich in Club Swiss, habe dort verschiedene bauliche Maßnahmen planen müssen. Dann bin ich noch ins Fitness und dann noch Büroarbeit für andere Firmen. Und jetzt bin ich wieder hier. Und wie lange wirst du heute noch hier bleiben? Bis zum Schluss? Oder treffen wir dich auch noch heute Nacht an? Ja, das schaue ich mal. Ich muss morgen sehr früh aufstehen, weil ich fliege da geschäftlich ins Ausland und dann mal schauen. Okay, schön. Jetzt ist noch die Frage, was erwartest du von heute Abend? Was denkst du? Werden noch mehr Gäste kommen? Das Wetter ist ja immer noch nicht so unglaublich gut. Bei uns Ende Woche ist immer schon eine Party angenehm. Nach 9, 21, 22 startet schon eine schöne Party. Wir starten die Show für Frauen. Langsam wie Anfang in der Weekend, weißt du, da Ende Woche. Partystimmung kommt langsam auf. Ja, sicher. Also etwas möchte ich auch noch sagen. Das Wetter hat gar nichts mit dem Geschäftsgang zu tun. Also das habe ich mich auch schon viel gefragt. Es kann draußen 35 Grad sein und blauer Himmel und die Leute kommen trotzdem. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass draußen schlechtes Wetter ist und es kommen nicht viele Leute. Das Einzige, was sicher ist beim Wetter, was man vorhersagen kann, ist, wenn der erste Schnee fällt, dann kommen garantiert wenig Leute. Also das ist immer so. Aber hatten wir in den letzten Jahren Glück, dass die Straßen eigentlich nie mit Schnee voll waren. Gut, also gibt es keine Korrelation zwischen Wetter und Besucheranzahl? Nein, wenn man das wüsste, das wäre super. Ich weiß, wir haben ja mal früher darüber gesprochen, dass es da keinen Zusammenhang gibt, weil du gesagt hast, wenn es einen geben würde, dann könnte man ja auch viel besser planen. Weil ich glaube ja, die Planung ist ja auch eine der schwierigsten Sachen in solch einem Club. Ja, man plant eigentlich nie. Aber wenn man das natürlich voraussagen könnte, dann könnte man das noch viel genauer machen. Das wäre natürlich schon super. Wiederum ist es ja eigentlich auch eine Traumvorstellung von jedem Club, also von einem Mann. Man läuft in den Club rein, es hat mehr Frauen als Männer. Also genau das Gegenteil, als wenn man Zürich Party machen geht am Wochenende, wo man schaut, dass man eben nicht zu viele Männer im Club hat. Also eigentlich wäre das, man könnte sagen, ein Überschuss an Frauen wäre auch extrem reizvoll für den Gast. Nein, also reizvoll schon. Aber ich möchte, dass ein Männerüberschuss herrscht. Damit die Damen auch genügend verdienen können. Ja, dass sie die Möglichkeit haben, gutes Geld zu machen, genau. Das haben wir schon in der letzten Folge besprochen, dass das bei euch ja wirklich Prio Nummer 1 hat. Ja, genau. Also das finde ich ja, ziemlich eine interessante Geschichte. Ja. Was mich noch interessieren würde, Tagesanzeigerartikel am Sonntag. Ja. Ja. Dein Resümee? Großen und Ganzen war das gut. Was man allerdings sagen muss, die Einstellung der Medien ist nicht mehr dieselbe wie vor 10, 12 Jahren, wo ich mal eine Reportage gemacht habe. Also ich würde sagen, eher ein bisschen negativ behaftet, aber zu Werbezwecken sehr dienlich und das ist auch der einzige Grund, wieso ich es gemacht habe. Ja. Man hat es dann auch gesehen, die Zahlen auf dem YouTube-Kanal sind emporgeschnellt, das war super. Ich bedanke mich auch bei den Medien, die das aufgenommen haben, aber es war der einzige Grund, die Werbung. Ich würde sowas sonst niemals machen. Also als Werbemaßnahme war es definitiv sehr wirksam. Genau. Wir sind ja erst seit knapp ein bisschen mehr als einem Monat online. Ja. Für das haben wir doch beachtliche Zuschauerzahlen. Also da habe ich keine Ahnung, das weißt du besser. Für mich sind es allerdings immer noch zu wenig. Gut, das wird wahrscheinlich immer so bleiben, dass es zu wenig sind für dich. Aber aus meiner Erfahrung als Kameramann kann ich dir sagen, die Views sind wirklich sehr gut. Ja. An den Followers müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Also auch hier, liebe Zuschauer, den Mut zu folgen. Das ist ein informativer Kanal. Wir versuchen, das Rotlicht ein bisschen im Detail vorzustellen. Auch ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Wir haben auch so tolle Damen dabei wie Ariano, welche wirklich gute Inputs liefern. Also daher könnt ihr gerne auch folgen und kommentieren und Fragen stellen. Jede Frage wird an Ingo weitergegeben. Und ja, und dann entweder heißt es No Comment oder es kommt eine gute Antwort zurück, würde ich sagen. Und dann nicht zu vergessen das Gewinnspiel auf das-imperium.ch. Und natürlich schöne Grüße an den Thorsten, der momentan in den Ferien auf Jamaika weilt. Wir hoffen, dass wir nächsten Donnerstag schon einen kleinen Einspieler liefern können, wie er sich da schön in der Sonne am Strand wälzt. Wollen wir mal schauen.
Thorsten, ich hoffe, du bist nicht neidisch, dass wir heute alleine ohne dich hier sind. Ich hätte aber noch eine Idee, was wir jetzt eigentlich noch machen könnten. Ja, was denn? Thorsten meinte doch in der letzten Folge, man muss auch im Urlaub immer erreichbar sein. Ja. Wir könnten ihn doch jetzt mal kurz anrufen und schauen, ob er abnimmt. Also ich weiß nicht, was für eine Zeitverschiebung Sie haben, Ferber. Wir haben, ich würde sagen, ca. 6 Stunden, oder? Also 2:30 Uhr. Also zurück nach vorne. Sollte er eigentlich abnehmen? Soll ich es mal probieren? Das wäre doch noch witzig, oder? Ja, okay, gut. Ja, aber dann redet er wieder so viel. Er muss nur beweisen, dass er abnimmt. Mehr nicht. Ein Hallo und dann reicht das ja schon. Nein. Er hat eben eine andere Nummer jetzt. Das hat er mir noch gesagt, okay, aber die habe ich hier nicht gespeichert. Dann ist es fair, dann nehmen wir den Test mal als bestanden. Gut. Gut, dann würde ich jetzt sagen, essen wir alle zusammen etwas? Würde ich auch sagen, ja. Und Ariana, wir besuchen dich nochmals. Yes. Wir gehen zwischenzeitlich schlafen und kommen dann nochmals. Wir freuen uns dann auf die Zusammenfassung des Tages. Schlafen wo? Da in die Imperatore Lounge? Nein, die können wir uns nicht leisten. Wir gehen nach Hause und schlafen dort. Okay, gut. Also. Ariana, hallo. Hallo. 3 Uhr morgens. Ja, schon wieder. Zum dritten Mal heute. 3 Uhr morgens. Du bist jetzt 19 Stunden wach. Ja. Also ich bin müde. Bist du auch müde? Kann man schon sagen, ja. Aber nicht so. Also, geht noch. Nach 19 Stunden geht noch. Also ich finde es ziemlich eindrücklich, um ehrlich zu sein. Also wir haben dich ja heute Morgen überrascht, als du, glaube ich, knapp aufgestanden warst. Wir durften dich den ganzen Tag begleiten. Ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ich jetzt als Kameramann habe natürlich versucht, auch so lange wach zu bleiben. Ich bin nicht schlafen gegangen um 12 Uhr. Oh, perfekt. Ja, aber also wenn man das jeden Tag macht, das ist wirklich tough. Danke, aber ich mache nichts jeden Tag. 6 Tage pro Woche ungefähr. Ist auch nicht wenig. Also das ist auch etwas, was ich glaube, ich viele Leute einfach nicht sehen. Wie viel, also was dieser Job auch wirklich an Zeitaufwand mit sich bringt. Also wirklich, du hattest in der letzten Folge ja gesagt, die Leute sehen nur Verdienst, fragen Verdienst, ja, aber sehen das nicht. Das ist der große Interesse. Ich weiß, die Frau verdient sehr viel, aber viele von diesen verdienen mehr denn halbe. Wir investieren auch in uns, weißt du? Mhm. Wir beschminken, was hast du gesehen, Parfum. Ich wasche meine Haare jeden Tag, dann ich brauche ein Spezialshampoo. Dann ich habe nichts mehr Haare, wenn ich wasche jeden Tag. Dann, das ist chemisch, weißt du? Ja. Dann halbe für was wir gewinnen, wir investieren auch in das Parfum, Cremen und viele was anderes, Tasche, Schuhe. Das gehört ja auch alles dazu, weil sonst... Ist sicher, oder? Das ist wirklich, wie du sagst, eine Investition in dich selber halt. Und ich persönlich, was ich jetzt auch noch eindrücklich finde, ist 19 Stunden. Eben von außen sieht man nur den Verdienst, das haben wir ja schon besprochen. Aber 19 Stunden, es gibt ja sicherlich Tage, da läuft weniger oder da läuft mehr. Ist es sicherlich auch ein bisschen frustrierend, wenn es jetzt Tage gibt, wo halt dann musst. Wir kommen zurück zu deiner ersten Frage für heute in der Früh. Wann ja. Hast du gefragt mir, und bist du mental bereit? Wir sind jeden Tag mental bereit, aber jeden Tag ist eine neue Provokation für uns. Wie war es heute? Bist du zufrieden? Ja. Guter Tag? Ja. Das freut mich? Nein. Mir auch. Ja, dann an dieser Stelle möchte ich mich eigentlich nur bei dir bedanken. Danke nochmals für deine Offenheit, für deine authentische Art, sympathische Art. Es macht wirklich jedes Mal Spaß mit dir. Danke. Und ja, mal schauen, wenn wir uns wieder im YouTube-Channel sehen. Dann, wir danken euch, wir danken Ingo und wir danken für alle Gäste und alle, was schon geschaut und gute Review. War nicht schon geglaubt, ich bekomme sehr viele schlechte Reviews nach meinem ersten Interview. Und ich wusste jetzt, alle Männer, auch Frauen anschauen, versteht, das ist ein richtiger Beruf, ist unsere Entscheidung, wir sind selbstständig, aber es ist auch schwer, um das zu machen. Und ich weiß nichts, wann die 100%, 20% kann das machen. Sehr gute Worte zum Abschluss. Wenn ihr Fragen habt zu Ariana, jederzeit gerne in die Kommentare. Und ich bin mir sicher, wir werden uns nochmal sehen. Das versichert. Vielen Dank.